Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Art of Conquest. Ich habe das Spiel schon mal gespielt gehabt. Ich hoffe auch, ich habe meinen alten Spielstand und nicht einen neuen. Vollbild geht, super. Ich werde auch nur 10 Minuten spielen, weil ich wurde gestern an der Hand operiert. An der rechten Hand. Das ist meine Maushand. Ich bin Rechtshänder. Deswegen werde ich auch wirklich nur die 10 Minuten spielen. Und dass ich halt meine Hand nicht so doll belaste. Deswegen kommt das Video auch ein bisschen später, weil ich habe heute noch ein bisschen gewartet. Gestern Vormittag wurde ich operiert. Ich habe gestern morgens das Video gemacht. Und nach der OP habe ich es hochgeladen. Dann habe ich heute noch gewartet. Oh, Download. Ja. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ja, doch, ging ja schnell. Na gut, auf jeden Fall. Das habe ich heute bis heute Abend gewartet. Wollte jetzt schnell das Spiel, die 10 Minuten machen und dann. Ja. Dann hochladen. Gut, wir machen mal ein Beitreten. Also habe ich nicht meinen alten Stand. Warte mal, man kann auch. Kann ich nicht wieder zurückgehen? Schade. Na gut, dann nehmen wir den König. Warum habe ich keinen Sound? Okay, ich werde auf jeden Fall Sound einfügen. Da muss ich mal nachschauen. Seit gestern habe ich ja keinen Sound mehr. Dann werden wir mal schauen. Geht ja alles ziemlich schnell heute. 10 Minuten. Ach, da lassen wir das Ganze weg hier. Reiten erstmal hier hin. Machen einen Angriff. Zwei Skeletttruppen. Na gut. Das war den da. Und den da. Und den setzen wir da hin. Und Kampf. Müsste ja eigentlich reichen. Den Sound habe ich wieder. Okay. Gerade habe ich nichts gehört. Halt jetzt beim Kämpfen höre ich den Sound. Vorher habe ich irgendwie nichts gehört. Ja, ich habe meine Leute wahrscheinlich scheiße aufgestellt. Bogenschütze hätte nur mal nach hinten gemusst. Die Sperre nach vorne. Ich habe jetzt aber nur ganz schnell alles hingesetzt. Dadurch habe ich jetzt viele Einheiten verloren. Es ist nicht so schön, aber ich denke mal, jetzt am Anfang ist es nicht ganz so schlimm. Okay. Haben wir da noch was? Ja auch noch was. Das einsammeln und das einsammeln. Das rekrutieren zu B. Sammeln wir das ein. Das nochmal einsammeln. Und das. Und jetzt mal meinen Angriff. Ja, jetzt mal meinen richtigen Angriff. Vom Wegen. Wir setzen die hier. Setzen wir die nach ganz links. Die Sperre nach vorne. Die Bogenschütze nach dahin. Und der kommt dahin. Ich habe 1 zu 4 reingesetzt. Nehmen wir die weg hier. Entfernen. Setzen wir die dahin.
Ein, zwei, okay. Und Kampf. Auf die. Die Aufstellung war auch schon viel besser, würde ich jetzt mal so sagen. Da haben wir jetzt die Königin freigespielt, die Magierin. Teilen später. Okay. Jetzt haben wir noch ein paar Einheiten. Kommt jetzt der hier, der Bosskampf. Vier Leute können wir. So. Und die Nummer rein. Und Kampf. Da. Da hinten sind noch ein paar Magier. Ach, sind zu weit weg. Da kommen noch welche angerannt. Aber der Boss ist schon down. Zubi. Da kann man nur sagen, ist gut gelungen. Ich bin auch froh, dass ich jetzt nicht so ein schnelles Spiel heute gekriegt habe als Tagesdaily. Sonst hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Probleme mit der Hand. Aber so geht das ja eigentlich. Einsammeln, weil das Holz brauchen wir gleich, um die Häuser zu bauen. Jetzt gehen wir rein. Gefallenes Imperium. Blum, blum, blum. Weiter fortsetzen. Tipp, tipp, tipp. Okay, okay. Einsammeln. Und dann sind wir jetzt hier in der Burg. Und wie ging das jetzt hier weiter? Kapitel 1. Draufdrücken. Einsammeln gibt's nichts. Baue ein Level 1 fort. Bauen. Fertig. Einsammeln. Kapitel 2. Bilde einen Speerkämpfer des Level 1 aus. Da drauf gehen, Speerkämpfer ausbilden. Schnell. Ausbilden. Ach so. Okay, jetzt haben wir drei ausgebildet. Machen wir vier. Gut. Blum. Und fertig. Baue ein Level 1 Bogenschießplatz. Bauen. Schnell fertig. Okay. Eingesammelt. Jetzt bilde einen Bogenschütze. Level 1 aus. 1, 2, 3, 4, machen wir auf hier. Zack, 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 fertig. Einsammeln.
Bau ein Sägewerk. Level 1 Sägewerk. Bauen. Schnell. Fertig. Jetzt ein Wohngebäude bauen. Dann machen wir schnell noch das Kapitel fertig. Jetzt rüste einen Heldengegenstand aus. Held. Gegenstände. Anlegen. Anlegen. Okay, das war's. Die hat noch einen Stab, den ich vorhin gekriegt habe. Und Festungslevel 2. So, das waren jetzt die 10 Minuten. Erste Kapitel haben wir fertig. Ja, okay, noch nicht ganz. Wir warten nochmal. Kann man gratis machen? Schnell, 3 Minuten. Noch nicht. Da habe ich ein Geschenk gekriegt. Einsammeln. 1000 Gold. Okay, Dankeschön. Was kriege ich hier noch alles Schönes? Eine Truhe. Kriege ich den? Oder nicht? Ach, hier kann ich mir alle anschauen. Da gibt es noch mehrere Helden, die wir später noch freispielen können. Oder mit Truhen kaufen. Kann sein, dass sie drin sind. Ich glaube, wo ich das gespielt hatte, hatte ich 4 Helden oder 3 Helden. Also war auch nicht ganz so weit. War, glaube ich, hier Level 3 gewesen oder Level 4 mit dem Hauptgebäude. Wenn ich jetzt hier rausgehe, war ich einmal nach hier unten gerannt und einmal nach oben. Aber war jetzt nicht ganz so viel. Einheiten 28, 28, 12 und 6. Inventar, Heiltränke, was ist das hier? Für einen Helden ein Heiltrank, okay. 5 Energie. Das Königreich. König bin ich doch. Dann warten wir mal schnell die paar Sekunden ab. Ich glaube, ab 1 Minute könntest du Schnelllauf machen. Oder ab 50 Sekunden, wie es hier steht. Ach, ich hätte schon die ganze Zeit drauf drücken können. Ach, ich trottel. Egal. Eingesammelt, Kapitel 2 ist jetzt freigeschaltet. Damit können wir jetzt auf Kapitel 2 weiterspielen. Da sind jetzt die nächsten Queste. Und als Belohnung gibt es von Kapitel 3 Vega. Okay. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ein schnelles, kurzes Video. So. Nochmal sammeln, sammeln. Und beenden. Dann hole ich mir noch schnell das Ticket ab. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.